Es ist endlich soweit. Aerosul veröffentlicht sein erstes Aerosul Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Was ist mit mir passiert? Ich bin so normal. Hä? Warte mal, wenn ich jetzt hier das da... Was? Lars, was ist passiert? Hast du dir gerade eine Spritze gegeben? Ja, ist nach Knoblauch. Nein, Lars, du hast dir die Knoblauchspritze gegeben, oder? Oh nein, das ist die Knoblauchspritze von dem Vampirjäger gewesen, die du da gerade genommen hast. Wir sind... Ich liebe Knoblauch, hey, gib mir mehr. Du bist kein richtiges Skelett mehr, sondern nur noch so ein Lars-Skelett. Und ich bin... Ich bin jetzt wieder... Oh nein. Ich bin kein Vampir mehr. Hey, dieser komische Geisterjäger. Wo ist dieser Typ überhaupt hin? Das ist dieser Geisterjäger, der uns hier reingesteckt hat. Oh, hier hat ihr Verwandter einfach so eine kleine Dings, ne? So eine einfach kleine nur eine Kerze einfach. Das ist die Knoblauchinjektion gewesen. Wir müssen unbedingt hochgehen. Jetzt sind wir wieder normal. Alter, wir haben alle unsere Zauberkräfte und Powerkräfte verloren. Das ist richtig Katastrophe. Oh nein, da kommt er. Versteck dich. Hallo, Chris. Das ist ja... Sind das Bilder von uns? Lars, der hat hier ein Bild von dir einfach aufgehangen, ey. Guten Morgen, ehemalige Vampire. Was heißt die ehemalige? Lars war ja noch nie ein Vampir. Lars war eigentlich ein Knochentrocken. Hier, isst was. Mm. Oh, wir kriegen sogar was zu essen. Ich habe nämlich zufälligerweise noch ein paar Steak and Chips. Oh, er hat mir ein paar Steaks gegeben. Willst du auch ein paar Steaks machen? Danke. Ich habe zwar nicht so Hunger, weil, egal. Leckeres Steak. Okay, danke nochmal für die Knoblauchinjektion. Wir sind jetzt wieder normale Menschen. Eigentlich wollte ich sowieso kein Vampir bleiben. Ihr habt heute einen eurer härtesten Tage vor euch. Wieso, warum haben wir den härtesten? Ach so, was? Gibt es auch irgendwann mal weiche Tage? Ich weiß, was der machen will, Alter. Der will uns locker dazu verdonnern, als Vampirjäger jetzt zu arbeiten. Ich wollte doch erst ein Vampir sagen. Als Vampirjäger braucht ihr euch heute sehr viel Energie. Oh nein. Nein, wir können doch nicht einfach gerade... Ich war gerade eben noch Vampir und jetzt kann ich doch kein Vampirjäger werden. Ich erzähle später im Besprechungsraum, was ich konkret meine. In was für einem Besprechungsraum? Es gibt einen Besprechungsraum hier in dem Dorf? Oh Mann. Also, Alter. Ich glaube, das ist nicht richtig. Der Typ liest auch voll viel, Mann. Guck mal, wie viele Bücher der hat. Und ich finde es so krass, dass wir einfach blaue Namen haben. Hast du eigentlich auch so eine blaue Zahl über deinem Experience-Balken? Schau dich erstmal im Dorf etwas um. Okay. Hä? Okay. Wir haben irgendwie so ein zweites Level. Ich bin sogar Level 14 blau und Level 14 grün. Oh Alter, Gott. Wie lange waren wir denn da unten? Ich weiß es nicht, aber schon ein bisschen länger. Wahnsinn. Na dann, lass uns mal ein bisschen umsehen, was wir hier haben. Okay, let's go. Das ist ja auf jeden Fall so eine richtige Vampirjägerstadt, habe ich das Gefühl, Mann. Hier, dann lass mal hier die Tür zumachen. Dann können wir hier, kann man hier jemand bitte die Tür zumachen? was haben wir hier? Alter, was ist... Aber ich glaube, die haben hier gut was umgebaut. Wie lange waren wir denn da unten, Mann? Ich weiß es nicht, wie lange wir hier unten waren, aber... Hey, da ist ein Knoblauchladen, guck mal. Und er ist sogar gerade im Angebot. Oh. Ich liebe Was denn? Hannes! Ey, weg von meiner Ernte! Ach so, hier wird nur Knoblauch angebaut, oder wie? Was? Ist einfach... Junge! Der Typ baut einfach nur Knoblauch an, gell? Oh, wer seid ihr denn? Wir sind Lars und Roman. Und wir sind, Hallo. Wie soll ich sagen? Wir wollen eigentlich Vampirjäger werden, glaube ich mal. Deswegen brauchen wir, glaube ich, Knoblauch. Ah, ihr seid also die neuen Vampirjäger im Dorf. Anscheinend, ja. Also wir sind uns nicht ganz... Wir sehen irgendwie noch nicht so aus wie Vampirjäger, muss ich ganz ehrlich sein. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Knoblauch. Oder zwei. Oder so viele wie auf dem Bild. Oder fünf. Oder fünf. Ja, fünf ist gut. Wäre gut. Na, dann braucht ihr unbedingt Knoblauch. Kommt da rein. Okay, gut. Danke. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, der hat sogar Knoblauch-Toast, Knoblauch mit Steak, Knoblauch und Knoblauch nicht vergessen. Habt ihr auch Knoblauch-Baguette? Weiß ich nicht. Guck mal, hier macht er irgendwie auch was aus Knoblauch. Normalerweise ist mein Knoblauch sehr, sehr teuer. Was hat denn der? Alter, guck mal, in dem seine Kisten rein. Das ist ja alles voll mit Knoblauch, Alter. Ja. Knöbchen. Oh, was? Knoblauchbrot hat der. Aber da ihr unbedingt von den Vampiren hier aufpassen sollt, kriegt ihr es kostenlos. Alter, cool. Vielen, vielen Dank, Hannes. Können wir uns das dann einfach rausnehmen? Danke, Mann. Ich glaube, der Hannes gibt uns. Ich glaube, wir dürfen uns nichts rausnehmen. Der gute alte Hannes. Der gute alte Hannes, der gibt uns den Knoblauch. Ja, kostenlos. Okay, danke dir, Hannes. Kriegen wir... der gibt uns sogar so eine Knoblauch... Knoblauchbrot. Knoblauch... Oh, du hast mein Knoblauchbrot gestohlen, Junge. Du hast... Yummy. Hey. Was ist das denn? Oh, Alter, wie krass. Oh, ein Garlic Chicken. Okay, pass auf. Garlic Chicken gegen Knoblauchbrot. Okay, gut getauscht.
Ich muss weiter arbeiten. Tschüss und pass auf euer Blut auf. Alles klar. Danke dir, Hannes. Wir sehen uns, Mann. Wir werden deinen Knoblauch sehr lecker schmecken. So, okay. Dann schon witzig, dass wir erst Vampire waren, beziehungsweise so blutlos und dass du jetzt einfach wieder Blut hast. Jetzt haben wir wieder Blut und wir essen jetzt nur noch Knoblauch. So ein bisschen orientalisch angehaucht, weißt du? Irgendwie schon. Oh, hallo Chris. Da sind ja meine zwei Jägerlehrlinge. Oh, ja, wir haben uns gerade Knoblauchbrot geholt und Knoblauchchicken und Knoblauchsteak. Ich habe euch gesucht. Oh, okay. Wir wollten wegen dem Besprechungsraum nochmal fragen, wo war denn der? Kommt mit, wir müssen euch noch ausrüsten. Wie richtige Vampirjäger. Hast du gesehen, der hat jetzt so einen richtigen Pflock in der Hand. Ja, Mann, was ist das, gell? Das ist wie so ein... Oh, Junge, was ist das denn für eine Tür, gell? Ist das, wo sind wir denn hier? Ausverkauft. Oh mein Gott, was? Oh. Hier so eine Tür. Was ist das denn? Du gehst vor. Oh, hier ist irgendwie eine Frau oder so. Ah, nee, ist einfach nur ein Typ, der ein bisschen weiblich aussieht. Anton! Oh, hi, Chris. Oh, hi, Anton. Oh, jo, Alter, guck mal hinter dich. Was ist das denn? Was ist das denn? Hey, Anton, kannst du meine zwei Vampirjäger-Lehrlinge etwas besser aussehen lassen? Genau. Lass uns mal ein bisschen besser aussehen, Anton. Das ist, glaube ich, mal eine gute Sache. Dieser Chris, dieser Vampirjäger, gell, der hat voll den riesigen Kopf durch seinen Hut, gell? Ja, übel. Da denkst du, sein Hut ist ausgefüllt eigentlich? Das einfach nur holen, ja. Klar, mach ich. Ich muss jetzt unsere Vampirjäger-Besprechung für heute Abend vorbereiten. Bis später. Oh, alles klar. Okay. Das heißt also, heute Abend gibt es wahrscheinlich eine Vampirbesprechung. Okay. So ihr zwei. Ich bin der Anton. Wie heißt ihr? Das ist Lars. Ich bin Lars und ich bin Roman, das ist Lars. Genau, richtig, irgendwie sowas. Also, ne? Anton, kannst du uns ein bisschen was... Junge, was für Riesenwaffen. Na, findet ihr den Anzug auch geil? Können wir vielleicht so einen Anzug haben? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir den mal anziehen könnten. einfach anziehen, sagst du? Oder was ist los, Anton? Wollen wir den einfach mal... Ups, ich habe die Tür ja schon aufgemacht. Tut mir leid. Also, können wir uns das mal... Aber jetzt zu eurer Ausrüstung. Was? Oh. Ach so, wir kriegen die Anzüge nicht. Ach so, wir kriegen die überhaupt nicht? Aber ich wollte, nicht die Ausrüstung, wir wollen die da. Da ihr heute noch eine große Prüfung vor euch habt, kriegt ihr starkes Zeug. Oh, aber kriegen wir auch den Anzug, Alter? Komm schon, wir dürfen doch bestimmt einen Anzug bekommen, oder? Das ist doch bestimmt kein Problem. Komm, gib uns mal... Alter, der muss uns doch den Anzug geben. Okay, pass auf, Anton. Muss uns doch irgendwas Krasses geben. Irgendwas, was wir richtig so benutzen können, so zu kämpfen, weißt du? Wir haben jetzt Knoblauch und... Oh, hat er mir was gegeben? Was? Oh mein Gott, was ist das? Alter, wir kriegen einfach was anderes. Ich will den Anzug. Was ist das? Das ist so Hunter-Ausrüstung. So, Rüstung für... Ah ja, und natürlich... Los, ich will das da. Was hast du denn da für einen Hut an? Mein Hut schwebt einfach. Siehst du? Oh, ich will die Rüstung haben, Mann. Was ist das? Alter, Diamond Hook. Oh mein Gott, was ist das denn? Junge, wie können wir die denn? Dein Diamond Hook ist unter die Dings übrigens gefallen, ne? Oh hier gibt es noch ein paar Pfeile und sowas. Junge, Alter. Richtig. Lars, der hat mir richtig viele Pfeile gegeben. Arrow Clip ist das. Genau, bitteschön. Passt auf euch auf. Oh Mann. Mann, Lars, ich will diese heftige Rüstung da haben. Aber ich glaube, wir dürfen die nicht nehmen. Dürfen wir nicht tragen. Ich glaube, die ist zu future. Ja, egal. Dann holen wir einfach mal eine andere. Hey, falls ihr übrigens wollt, dass wir irgendwann mal eine Folge mit dieser Rüstung drehen und vielleicht irgendwas Krasses mit der Rüstung machen, schreibt uns das in die Kommentare, okay? Dann machen wir bestimmt irgendwas Krasses. Irgendwann kriegen wir die Rüstung. Hey, lass mal gucken, was ist denn das überhaupt, was wir da haben? Das ist... Ah, ein Diamond Hook. Ich glaube, die muss man sogar auf Baubild benutzen, kann es sein? Ja, das funktioniert. Plenty of Hooks, plenty of Speed. Hold Shift. Wie, was denn? Wow, Alter, es funktioniert. Lars, guck mal, ich kann mir... Wie machst du das? Du kriegst nicht... Ich kann den Hook richtig verwenden, Alter. Wie cool ist das denn? Guck mal, ich stehe... Alter, das sieht übelst nice aus. Alter, ich habe mich einfach in der Mitte jetzt gerade eingesperrt. Krass, Alter. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann... Warte mal, wir haben schon voll spät. Lars, wir müssen zur Besprechung. Was? Wie kommen wir zur Besprechung? Stimmt. Boah, Alter, wir haben hier auch einen Crossbow und sowas. Und wir haben, was haben wir denn noch? Alter, wir sind gar nicht mal so stark. Ah ja, okay, gut. Hier, wir machen so. Chantal, kannst du zufällig, falls ihr mal Hilfe braucht, könnt ihr jetzt jederzeit zu mir. Okay, Tschüss, Chantal. Wir sehen uns. Wo müssen wir hin? Ist das hier der Besprechungsraum? Ich geh jetzt runter. Ich glaube schon. Was ist das? Okay. Hallo? Ist hier der Besprechungsraum? Ja, wir sind zu spät. Okay. Hi, sorry. Wir sind ein bisschen zu spät. Chris, alles klar? Ach, da sind die zwei. Ja, schön, dass ihr hier seid.
Hi, was geht, Mann? Hi. Junge, hallo, warum habe ich eigentlich so eine komische Mütze an, gell? Ich bin so Lars, bunt. Freut mich, guten Tag. Bitte? Dein Hut fliegt einfach, gell? Nimmt Platz. Okay, alle, seid ihr alle hier Dings, ne? Ihr seid alle hier Kumpels, oder? So, wo ihr weg wart, haben wir das Thema schon besprochen und alles durchgeplant. Ah ja, na klar, der Kreis geht Richtung Kreis an den Xen vorbei. Na, das habe ich mir ja schon gedacht. Ihr seid nun gut ausgerüstet und ihr zwei habt viel Erfahrung. Ja, ich glaube schon, wir haben so ein Katana-Schwert. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt sowas wie Geisterjäger. Ich sag euch! Junge, der eine Typ hat einfach so zwei solche Dinger und der eine hatte auch... Du hast eine Axt, Alter? Ah, ich hab die Axt weggeworfen. Ich hab so ein Ninja-Schwert bekommen. Ja! So, heute ist die große letzte Nacht gekommen. Ihr müsst das Vampirschloss angreifen und zerstören. Was? Was? Wir müssen das Vampirschloss? Also sag mal, da haben wir doch Damon kennengelernt. Hey, kannst du... Aber kannst da ist mein Zuhause. Ja, stimmt eigentlich. Ich wohne da. Wir haben da unser Zuhause. Wir zählen auf euch. Hier, ich gebe euch noch was mit. Was gibt's denn, Chris? Also, gibt's irgendwie so ein spezielles Geschenk oder sowas? Oh! Was ist das? Ach so, das ist... Alter, das ist Obsidian-TNT. Das ist nicht normales TNT. Was ist das denn? Und der hat nur... Ey, der hat uns einen krasseren Hook gegeben, mit dem wir noch schneller, glaube ich, dingsen können. Abbauen können, warte mal. Ja, Tatsache, Alter. Können wir... Wow! Alter, Lars, guck dir das mal an, wie schnell der ist. Wo bist du? Guck dir das mal an. Wuff, wuff, wuff. Alter, ist der krass. Wir sehen uns wieder, junge Vampirjäger. Okay, wir werden Sie nicht enttäuschen, Chef. Okay. Lars, wollen wir mal so ein TNT ausprobieren, um einfach nur zu gucken, wie stark das ist? Hier, ich bin hochgegangen. Roman, bin hochgegangen. Ich bin einfach ein bisschen hochgegangen. Wollen wir mal so ein TNT einfach mal in der Wildnis ausprobieren, um zu gucken, wie das so läuft? Guck mal, wie krass dieser Hook hier ist. Wuup! Alter, es geht schon schnell. Man kann sogar sehen, wo man langfliegt, gell? Funktioniert der Hook bei dir, Mann? Nö. Was? Nö? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht, ich bin zu dumm. Du bist zu dumm? Oh nein, Lars. Das sieht schon besser aus. Perfekt. Lass mal rausgehen. Lass mal da mal nach oben gehen. Und wir schauen mal kurz, wie das... Guck mal, wir können hier auf dem... Lass mal den Dings sprengen, den guten alten Friedhof. Bist du ready, Mann? Oh mein Gott, warum willst du das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ich Ding weiß nicht, wie stark ist. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh, bitte nicht. Oh, oh mein Gott, ich habe Schaden gekriegt. Boah. Alter. Was ist das für ein heftiges TNT, Mann? Das ist ein Friedhof gewesen. Das ist ein Friedhof gewesen. Okay, dann lass mal gucken. Ich glaube, in diese Richtung, wenn wir uns... Oh, Alter, hier sind überall Vampirjäger. Alter, die sind hier im Wald und jagen einfach die Leute, Lars. Wie krass ist das denn, ey? Stimmt. So, Alter, hier sind überall tatsächlich welche. Hey, und da ist, glaube ich, schon der Berg tatsächlich, wo es dann einfach demnächst gleich losgeht. Ich glaube, da müssen wir irgendwie hochkommen, auf diesen riesigen Vampirberg da hoch. Auf jeden Fall. Ha. Oh, da ist ein Vampir, Lars. Da ist ein Vampir. Oh Gott. Ich schieß auf. Okay, okay, okay. Ah, oh mein Gott, falsch. Ich nehme auch einen. Oh, okay. Ah. Oh mein Gott. Hä? Das ist, oh Mist, das war der Falsche. Das ist ein anderer Vampirjäger, der hat ihn einfach angegriffen. Hä? Oh mein Gott. Der macht immer noch Schattenboxen. Er macht Tschaschlik aus ihm. Der macht Tschaschlik aus ihm. Er hört einfach nicht auf, obwohl er schon tot ist. Oh. Hä, der hat eine Maske angehabt. Jetzt geht er wieder weg. Alter. Das ist das Ende von dem... Das war mal ein... Den aber gerade gut sagt. Das war ein Vampir-Shish-Kebab, war das gerade. Alter. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt nach da oben? Ich glaube, du kannst einfach einen Hook werfen. Oder? Bist du dir da sicher? Ich glaube, wir müssen da irgendwie hochkommen können. Wir haben ja unsere Hooks dabei. Warte mal. Aber unsere Hooks haben nicht so eine heftige Range. Aber ich glaube, es funktioniert, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Ich glaube, du musst nur ein bisschen näher rankommen. Aber wir müssen irgendwie an die Brücke dort hochkommen. Ich würde sagen, warte mal. Ich glaube, wenn du da nah... Oh, doch. Es funktioniert. Oh, Alter, das ist voll cool. Du kannst dich da richtig nah dran ziehen. Es geht voll schnell. Diese Hooks sind voll cool, ey. So. Und dann jetzt da hoch. Ich bin hinter dir, mein Freund. Oh Gott. Oh Gott. Ich versuche da gerade. So. Oh Gott. Okay, das hat funktioniert. Okay, warte mal. Oh Gott. Okay. Und jetzt muss ich das hier und dann so. Oh, okay. Junge, ist das nice. Alter, ich bin oben. Lars, bist du oben? Das ist voll schwer. Genau, und von da jetzt hier hoch. Oh, Lars. Nice. Bist du da? Okay. Ich bin da. Alter, Junge, hast du das gesehen? Müssen wir aufpassen. Hast du das gesehen? Ich bin oben. Ich platziere schon mal den ersten TNT. Go. Rein. Okay, let's go. Oh mein Gott, das sind Vampire. Okay, die greifen an. Du musst die... Greif die mit den Dings an, mit den Hunterbogen. Ich esse ihre Seele. Okay, immer weitermachen. Oh Junge, Alter, jetzt kämpfen wir einfach gegen die Vampire, gell? Okay, schön mit dem Vampir-Blade immer draufgehen. Bam!
Okay, schönes Ding. Ich habe seine Vampire. Ich sag euch. Junge, die haben sogar, die sind sogar ein bisschen gebufft, ey. Okay. Blöde Vampire. Aua, der macht mich. Alter, die saugen dich aus, Lars. Die saugen dich aus. Du musst aufpassen. Alter, die sind gar nicht mehr so schwach, ne? Oh Gott. Alter. Ich habe keine Pfeile mehr. Du hast keine mehr? Dann musst du mit deinem Dings draufgehen. Mit deiner Axt oder was du da hast, Alter. Puh, okay. Ich gehe jetzt auf Nummer. Oh mein Gott, ich bin blind. Ich bin blind. Okay. Oh, man hat dich gebissen, ich sehe es. Ich wurde gebissen, aber ist an. Oh, ich habe auch keine Pfeile mehr. Okay. Wo ist er hin? Komm her. Alter. Oh mein Gott. Also, diese Vampire machen gar nicht mal so wenig Schaden, ne? So. Ich schub's ihn gleich hier runter. Okay, chill. Ich habe Plan B aktiviert gerade. Junge, der ist übelst stark. Komm her. Oh. Okay, ich hab ihn. Oh mein Gott. Gott, Alter. Oh. Junge. Hast du noch. Oh, okay, ich habe meinen besiegt. Bist du bei mir? Junge, ich glaube, okay. Wir haben alle Vampire besiegt. Alter, Junge. Junge, was ist das Junge, denn? Junge. Lass mal hier nochmal ein bisschen. Ey, guck mal, da ist der Sargladen. und unser Zuhause. Ein schönes Zuhause. Dann lass mal unser Zuhause jetzt wieder sprengen, bevor hier dieser komische Typ wieder auftaucht. Hier gibt es ja noch den Obervampir und ich habe ein bisschen Angst vor dem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der war gar nicht mal so schwach. Hey, da ist noch ein Baby. Oman. Was? Damon. Ich kann ihn nicht mehr abschießen, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe auch keine Pfeile. Doch, ich habe noch. Oh, das waren meine letzten zwei, meinte ich. Okay. Lars, ich zünd das Ding jetzt an. Weg hier! Weg hier! Ich spring runter! Nein! Okay, mit dem Hook. Oh, okay. Los! Alles klar, das Ding explodiert. Oh ja, da sind ein paar Sachen explodiert. Okay, alles klar. Gut, dann hätten wir das, glaube ich, auch schon mal erledigt. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Okay, ich bin weg. Warum haben wir eigentlich einen Briefkasten hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so für Eulen und sowas gedacht. Okay, meine werten Damen und Herren, das waren 24 Stunden als Geisterjäger beziehungsweise als Vampirjäger. Und das war eigentlich ganz cool. Und diese Hooks, die wir haben hier, sind eigentlich auch ganz cool. Und mit denen kann man sich eigentlich ganz gut fortbewegen, ne? Alter, man kann sich einfach ins Wasser damit dingsen. Einfach ins Wasser damit hucken? Ja. Ja, stimmt, wir können auch so Unterwasserlebewesen einfach sein. Na gut, okay. wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich werde hier jetzt erstmal ertrinken. Und haut rein, Leute. Und ciao!